heute habe ich 5 Tipps für dich, wie du sofort besser singen kannst. Also wirklich ganz wichtige 5 Tipps. Natürlich gibt es viel mehr Tipps, die man jetzt reinbringen könnte. Aber wir beschränken es jetzt mal auf die wichtigsten 5. Und ja, lass uns doch loslegen. Vorher würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch ein Abonnement. Wenn ihr selber Lust habt auf eine Gesangsanalyse oder eine Gesangsstunde, dann schaut doch rein bei tanjalevyvocalstudios.com. Dort gibt es auch Pakete, die ihr zukünftig kaufen könnt. Für 14,99 € gibt es das Basispaket Töne treffen, mit Power singen, richtig atmen. Und das sind alles Pakete mit wertvollen Tipps und Videos und Übungen, die ihr dann gezielt machen könnt. Nummer 1, und das ist wirklich, wie man im Englischen sagt, crucial, das ist extrem wichtig, das ist das Fundament eigentlich, und das ist Töne treffen. Dazu gibt es auch Videos hier auf meinem Kanal, schaut doch da auch mal rein. Töne treffen ist das A und O, und wenn du sofort dich einfach verbessern willst, musst du immer schauen, dass du die Töne sauber und korrekt triffst. Thema Töne treffen kann man unglaublich viel sagen. Ich sag immer, stell dir vor, das ist jetzt dein Ton. Versuch immer gezielt, den Ton in der Mitte zu treffen oder drauf zu springen und nicht immer so bluesartig runter zu sliden. Es ist nicht, oh, ja. Hello from the other side, other side. Hello from the other side. Es ist nicht, hello from the other side. Das könnte vielleicht Amy Winehouse wirklich geschickt machen, und das hat man auch im Blues. Und klar, natürlich, Blue Notes sind klasse, aber als Beginner, als Anfänger immer gucken, dass du ganz sauber bist bei den Tönen. Versuch auch erstmal nicht mit so viel Emotion zu singen. Emotion kann nämlich die Leute sehr irritieren. Viele starten auch schon mit Hello from the other side, steigern sich da total emotional rein. Und meistens ist es genau kontraproduktiv. Versuch also erstmal ganz sauber zu singen, eine gute Plattform zu haben, und dann bringst du die Artisterie mit rein, dann bringst du also diesen künstlerischen Ausdruck mit rein, der kommt nämlich erst ein bisschen später. Tipp Nummer 2, und das ist einfach total wiederholend, das sage ich ganz häufig, such dir wirklich einen Song aus, der in deiner Tonlage ist. Das ist auch ein super Karaoke-Tipp beispielsweise. Es ist nicht vorteilhaft, wenn du im tiefen Register bist, dich dort wohlfühlst, dort deinen Stimmensitz hast und dann so einen Song aussuchst wie Ariana Grande. Das wird wahrscheinlich und mit guter Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht funktionieren. Also du musst dir schon im Klaren sein, in welchem Register du dich befindest, wo deine Stimme einen Sweet Spot hat, wo du bequem durchsingen könntest, ein Konzert durchspielen könntest. Ja, und wo sind deine coolen Belting Notes, die du da jetzt mal ab und zu machen kannst. Aber ich würde immer echt, ganz, ganz wichtig, immer gucken, wo ist deine Range? Und dementsprechend auch gucken, diesen Song kann ich jetzt nehmen. Ich als Contralto beispielsweise würde definitiv in die Tonne greifen, wenn ich jetzt einen Ariana Grande Song nehme, der ist viel zu hoch. Ihr Stimmensitz ist ganz weit oben, also ich bin wirklich ganz weit unten. Das würde gar keinen Sinn machen. Im Gegenteil, du würdest auch Gefahr laufen, dass du die Töne krampfhaft singst, dass du wirklich quetscht hier im Kehlkorb, die Stimmbänder, die falschen Taschen falten. Und das möchtest du dir im Endeffekt nicht antun. Sei dir im Klaren, in welchem Register du dich befindest, und such dir dementsprechend einen Song aus. Tipp Nummer 3. Singe wie du und nicht wie Billie Eilish oder wie irgendjemand anders. Wenn wir hier Tutorials auf dem Kanal machen, dann ist es, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr ihre Charakteristiken annehmen könnt. Das heißt aber nicht, dass ihr so singen sollt wie sie, weil es gibt schon alle Billie Eilish. So, es gibt schon eine Lady Gaga, es gibt schon eine Adele, es gibt schon eine Beyoncé, aber es gibt dich noch nicht. Und dort ist es wirklich wichtig zu gucken, dass du eben nicht so singst wie dein Lieblingsstar, sondern dass du singst wie du selber. Gerne kannst du mal einen Style imitieren oder ein bisschen nachahmen für einen bestimmten Song, aber grundsätzlich die ganze Zeit nur in einem Stil zu singen à la Billie Eilish, ob das so sinnvoll ist, das finde ich nicht. Und da musst du wirklich genau gucken, dass du so singst wie du selber. Ja, was ich häufig auch eben mitbekomme, ist, dass viele meiner Schülerinnen einen gewissen Style adoptieren und mit diesem Style wirklich auch alles so durchsingen. Und das passt nicht, weil wenn du zum Beispiel jetzt Musical singst, dann erfordert das ganz andere Stimmqualitäten, ne? Dann musst du vielleicht mehr Twang einsetzen, dann musst du vielleicht mehr den Sob einsetzen, dann musst du vielleicht mehr belten, dann sind andere Dinge gefordert. Und wenn du aber deine Stimme manipulierst, dann
dann funktioniert das einfach leider nicht. Und das sehe ich hier wirklich regelmäßig im Studio. Tipp Nummer 4. Und das ist extrem wichtig, das ist, öffne deinen Mund. Kraft vom TA-Muscle und der ganze Zauber der Stimme, der kommt eigentlich von den Stimmbändern. Wir wollen es jetzt nicht grundsätzlich von außen manipulieren, aber um einfach besser projizieren zu können, gerade auch verschiedene Töne besser zu tackeln, da musst du den Mund aufmachen. Das ist einfach wirklich wichtig. Wirklich Kinnlade fallen lassen, Kiefer fallen lassen, aber bequem. Natürlich jetzt nicht total, wenn du natürlich Oper machst, ist es was anderes. Aber beim Pop-Bereich, Musical, schau Videos, analysier die Künstler und guck immer, wie wahnsinnig weit die ihren Mund aufmachen. Also versuch echt zu schauen, dass du ein bisschen mehr aus den Vokalen rausbekommst, aus diesen Harmonics, die ja in den Tönen drin sind. Und es wäre ja schade, wenn du das Ganze so ein bisschen Lana Del Rey machst. Keine Ahnung, ja. Ich habe das natürlich jetzt total überverdeutlicht, aber sie singt halt, sie projiziert halt einfach nicht richtig. Es geht halt einfach nicht nach vorne und... ja, es ist, diese ganzen wunderschönen Harmonics fehlen da einfach. Schau wirklich, dass du den Mund aufmachst. Außerdem, wenn du den Mund nicht aufmachst und hier starr und steif bist und verkrampft bist, führt das zu Verkrampfungen hier auf den Stimmbändern. Hello from the other side. Du musst den Mund aufmachen, Kinnlade fallen lassen. Sonst verkrampfst du dich hier ganz, ganz schnell. Und das kann ziemlich wehtun. Und Tipp Nummer 5, wie man sofort besser singen kann, ist wirklich artikulieren, eine tolle, gute Aussprache haben, eine klare, saubere Aussprache haben. Das ist einfach wichtig. Natürlich ist das auch wieder genreabhängig. In manchen Genres vielleicht ein bisschen Jazz oder Blues. Da kann die Aussprache vielleicht ein bisschen lässiger sein oder vielleicht im Pop Contemporary. Grundsätzlich bedeutet das trotzdem nicht, dass du schludern musst. Und das machen eben leider viele zu Beginn, dass sie einfach nicht richtig artikulieren. Die bringen die Wörter nicht nach vorne. Da möchte ich auch nochmal hineinwerfen, wie wichtig es ist, dass man guckt, dass jeder Vokal hat ja auch eine Zungeneinstellung und es ist extrem wichtig, dass die Zunge mitarbeitet, was sie oftmals einfach nicht tut und auch nicht tun will. Und es ist eben wirklich, wirklich wichtig, dass man sauber und klar artikuliert. Ihr kennt ja diese ganzen DSDS-Fail-Videos und wo war dann ganz viele Leute singen, I can't leave, I can leave lieber without you. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht singen, ich ziehe durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Da habe ich jetzt so einen englischen Akzent reingehauen. Ich ziehe durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Es ist unser Gefühl für uns beiden. Das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja singen, ich ziehe durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, die für uns beide gemacht. Das sind T's, da sind Z's, da sind Zischlaute und so weiter und so fort, Konsonanten. Also wirklich, ne? Und unter diesen Vokalen und Konsonanten, da sind ja auch Töne. Und die unterschlägst du, wenn du die nicht mitsingst, wenn du die nicht richtig aussprichst. Dann singst du vielleicht Hello from the other side, other side. Ne? Das ist jetzt natürlich songabhängig. Da müsste ich mir jetzt mal so einen Song raussuchen und dir das mal genau zeigen. Das ist eine gute Video-Idee. Ich hoffe, diese Tipps haben euch gefallen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos schaut. Dort sind ganz tolle, wertvolle Tipps für euch mit dabei, wie ihr euren Gesang verbessern könnt. Und schaut doch auch nochmal auf meiner Homepage vorbei bei tanjalevyvocalstudio.com. Und ich bin auch auf Instagram, das vergesse ich jedes Mal zu sagen. So, ich sehe euch in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Hashtag starke Stimme. Starke Stimme.